Vielen Dank. Haben wir einen Pointer? Ja, ja, haben wir. Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt haben Sie mir schon was weggenommen, weil als Azubi sagt man ja nicht so viel. Da ist zumindest das Vorstellen schon mal schön. Nein, aber wie er gerade sagte, Volker Schmidt, Nina Erben, wir freuen uns, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Ich bin allerdings ein bisschen traurig über die Bühnensituation. Letztes Jahr waren wir ja noch in der Mitte des Raumes. Da konnten wir uns körperlich vollumfänglich präsentieren. Jetzt ist der Rücken zur Wand, aber gut, das ist im Zweifel auch nicht das Schlechteste. Bevor wir aber ins Thema OKR einsteigen, würde ich gerne natürlich noch mal ein bisschen Marketing betreiben für uns. Dementsprechend, wer sind wir, wo arbeiten wir? Äußerst gerne, selbstverständlich. Ja, CGK ist ein Unternehmen, das ursprünglich die Mutter in Belgien hat, ist aber in 10 verschiedenen Nationen vertreten. Wir machen Umsatz oder haben im vergangenen Jahr einen Umsatz gemacht von 512 Millionen Euro und sind so durchschnittlich im Wachstum bei 20%, also sehr schnell wachsend, haben 2, 3 glückliche Kunden in der letzten Zeit gehabt, 4.278 Mitarbeiter, sind also doch nicht ganz klein. Ja, von daher, da haben wir schon ein bisschen was an Manpower. Wir haben eine Agile Software Factory, auch nochmal mit 700 Mitarbeitern, sind seit 12 Jahren mit Projekterfahrung dabei und auch europaweit in verschiedenen Projekten vertreten. Ja, unser Portfolio einmal ganz genau aufgezeichnet. Wir haben also 3 große Bereiche. Das ist einmal der Bereich Applications, wo wir Software entwickeln, Firmen agil machen, ihnen helfen, agil zu bleiben, auch Technologie nach vorne gehen. Wir haben einen Bereich Infrastruktur und wir haben einen dritten Bereich Business Solutions, in dem wir gemeinsam mit unseren Kunden ganz gezielt Lösungen entwickeln, die aber dann auch für unsere Kunden betreiben. Mhm. Details gibt es einen Raum weiter. Genau. Das zu uns soweit, dann würde ich gerne mit 2 Fragen beginnen. Die erste ist, wer von Ihnen arbeitet denn schon agil? Ja, das ist doch schon mal einiges. Doch einige von Ihnen. Die zweite Frage ist aber vielleicht die spannendere Frage. Arbeitet denn auch Ihr Management agil? Ja, da wird schon deutlich weniger und genau das ist der Grund, warum wir uns heute dem Thema OKR gewidmet haben und Ihnen das gerne vorstellen möchten. Denn genau das ist das Ziel von OKR, auch das Management agil zu kriegen. Aber da übergebe ich nochmal herzlich gerne an meinen verehrten Kollegen. Gut. Ja, das ist das, was wir immer sehen und was wir in ganz vielen Fällen auch bei unseren Kunden betrachten. Wir haben unten die ganze Reihe von Teams und Menschen, die sehr agil arbeiten, die alle in die richtige Richtung ziehen, die alle in die gleiche Richtung ziehen. Und oben drüber haben wir sehr häufig ein Management, bei dem wir beobachten, dass sie immer noch in Bereichen denken, dass jeder von diesen Kollegen seine eigene Agenda hat, dass sehr viele Vorstände ihrer persönlichen Interessen dann doch über das Wohl der Firma stellen und dass die eigentlich in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht wollen, sondern wir versuchen ja oder wir müssen versuchen, dass das Management sich genauso in eine Richtung bewegt, damit wir das gesamte Unternehmen dazu bringen, dieselbe Zielsetzung zu haben und in dieselbe Richtung zu ziehen, damit man dann auch gemeinsam in die richtige Richtung geht und nicht jede Abteilung in die richtige Richtung geht, aber teilweise gegeneinander läuft. Und dafür gibt es das OKR-Modell. Das OKR-Modell ist definitiv nichts Neues. Das OKR-Modell wurde von Intel entwickelt und wurde von Andy Grove ganz massiv getrieben, weil er sich gesagt hat, wir müssen uns auch vom Management her priorisieren, damit wir erfolgreich sind, damit wir das ganze Unternehmen in die richtige Richtung bringen. Und bekannt geworden ist es dann in den letzten Jahren durch Google, die es auch massiv eingesetzt und ausgebaut haben. Eine agile Methode ist es deshalb, weil es ganz viele agile Werte massiv unterstützt, zum Beispiel Fokussierung. Das ganze Unternehmen richtet sich aus, die Zielsetzung ist bekannt, Transparenz, indem man wirklich allen Kollegen und allen Mitarbeitern im Unternehmen klar macht, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen, wie funktioniert es, dass man anfängt, das Commitment der Leute auch abzuholen für das, was man tut. Und es gibt Moonshots, was beinhaltet, Scheitern ist immer eine Option. Ja, dieses Moonshot-Thema kam eben von Google rein, die ihm gesagt haben, 1 Million neue User interessiert uns gar nicht, das ist viel zu klein gedacht, wir müssen 10, wir müssen 100 Millionen User haben, was natürlich sehr häufig dazu führt, dass Leute sagen, wie sollen wir das denn überhaupt erreichen? Das ist ja ein unmögliches Ziel, viel zu groß. Aber es geht.
Wie funktioniert jetzt so eine Methode? Und es ist relativ einfach und es ist sehr viel einfacher, als jetzt auf Management-Ebene agile Methoden wie Kanban beizubringen, wie Scrum beizubringen. Das interessiert dort eigentlich nicht. Ja? Was wir versuchen, ist immer dazu zu kommen, dass wir sagen, Management, setzt euch zusammen und lasst uns die Ziele, die Objectives für 2020 definieren. Was kann das sein? Und glauben Sie mir, das ist eine der größten Herausforderungen, die das OKR überhaupt hat, auf dieser Ebene Einigkeit zu erzielen. Diese Menschen, die ganz oben sitzen, dazu zu bringen, 5, 6, 7 gemeinsame Ziele zu definieren, die sie im laufenden Jahr oder im nächsten Jahr umsetzen wollen. Können Sie sich vorstellen? Ja, ne? Und das ist aber das eigentliche Wert der OKR-Methode, von oben herab hinzugehen und zu sagen, lasst uns die Ziele definieren. Ja? Man geht natürlich da nicht in einem 5-Jahres-Plan vor, sondern man sagt, was sind die Ziele fürs nächste Jahr? Was wollen wir erreichen? Was sind die Objectives? Und teilt sie dann in Einheiten von 3, 4, 5 Monaten ein. Ja? Da, bei dem 4, 5 fehlt das Monate. Um dann zu erreichen, dass man einen Plan hat von Objectives, wo man sagt, das ist das Jahr, das sind die Ziele, die wir quartalsweise oder in 4-Monats-Zyklen erreichen wollen. Wie groß Sie die Zyklen machen, ob das Quartale oder 4 Monate sind, ist eigentlich vollkommen egal. Es geht darum, Iterationen beizubringen. Es geht darum, die großen Ziele in kleine Portionen zu teilen und durchzuführen, überschaubare Einheiten zu schaffen. Ja? Und an dieser Stelle ist erstmal für das Management sehr viel der Arbeit schon getan. Ja? Denn mit diesen Objectives, mit diesem 3-Monats- oder 4-Monats-Ergebnis geht man dann runter und bespricht es mit seinen Leuten. Die zweite Hürde, die Sie dabei nehmen müssen, ist, Sie dürfen auf gar keinen Fall erlauben, dass Ihr Management 100% der Kapazität Ihrer Mannschaft verplant. Ja? Warum nicht? Na, die Kollegen haben ja noch was anderes zu tun. Ja? Sie können ja nicht die Strategie aufstellen und sagen, und das sind die Ziele für 2020 und die wollen wir unbedingt erreichen, aber Sie vergessen, dass Sie eine Historie haben. Ja, das Gefühl hat man manchmal, wenn man in Großunternehmen reingeht, da werden Strategien ausgegeben, da werden die Pläne gemacht und jeder, der da oben sitzt, gibt ein Ziel aus, gibt eine Strategie aus und vergisst, dass da hinten noch was dranhängt. Ein bestehendes Geschäft. Ein bestehendes Business, mit dem Sie heute Geschäft machen, mit dem Sie heute Umsatz generieren, das fällt ja nicht weg. Das ist ja nicht weg, weil Sie sagen, wir machen jetzt neue Ziele oder wir machen eine neue Strategie. Das muss ja bestehen bleiben. Das muss ja auch geführt werden. Und deshalb nie mehr als diese berühmten 40-60% oder 40% der Kapazität von oben herab verplanen. 50 bis 60% brauchen die Leute, brauchen sie für ganz normales Geschäft, für das, was sie normal tun, für das, womit sie Geld verdienen. Wenn Sie das gemacht haben, dann gehen Sie damit zum mittleren Management, da gehen Sie mit eine Stufe runter und geben den Leuten genau dieses Quartalsziel und sagen, das ist das, was wir im nächsten Quartal, im nächsten OKR-Zyklus erreichen wollen. Und genau da kommt der Punkt, wo Sie sich das Commitment der Leute abholen, indem Sie sagen, wie können wir es umsetzen? Wir haben die Objectives definiert. Sagt ihr uns, was wir tun müssen? Sagt ihr uns, wie wir es konkret umsetzen können? Welche Projekte zahlen genau auf dieses Objective ein? Welche Projekte können wir starten, damit wir dieses Objective erreichen? Und da matcht es dann mit den Teams. Da geht es dann runter von der Managementhürde über die Abteilungen runter zu den Leuten, die es tun müssen. Und da wären dann zum Beispiel auch diese Moonshot-Projekte da. Wenn Sie Moonshot-Projekte starten, und das ist auch ein großer Knackpunkt, müssen Sie Ihren Leuten erklären, dass 70% Zielerreichung gut sind. Das ist ein Umdenken. Das verstehen viele Menschen nicht. Ja? Sie sehen ein Ziel, Sie sehen diesen Moonshot, Sie sehen 100.000 neue User oder 55.000, was auch immer im nächsten Jahr und Sie gehen von vornherein davon aus, es ist nicht zu schaffen. Unrealistisch. Aber das sind Moonshot-Projekte immer.
Es sind immer herausfordernde Dinge. Es sind immer Dinge, die man eigentlich nicht erreichen kann, die einen herausfordern, wo alles optimal laufen muss, wenn man es schaffen will. Und wenn Sie dann rausgehen und Sie sind eben nicht 8,90 Meter gesprungen, sondern nur 8,45 Meter, dann ist es immer noch eine sehr gute Leistung. Also ich übe da heute noch dran. Um dann weiter runter zu gehen, gehen Sie dann eben, definieren Sie die Key Results. Was können wir tun? Was zahlt auf dieses Ziel ein? Wie machen wir es messbar? Und gehen dann weiter in die Teams, die dann genau dasselbe umsetzen, die dann diese Key Results bekommen und mit den POs und den Teams und den Abteilungsleitern besprechen, wie sieht es konkret im Sprint aus? Was können wir in der nächsten Iteration schaffen? Was können wir innerhalb der nächsten 3 Wochen umsetzen, um dann einen Schluss zu erreichen, mit dem es funktioniert? Ja? Es geht dann um die konkrete Umsetzung, es geht dann um die Umsetzung in den verschiedenen Teams. Management, Abteilung, Teams. Und wenn Sie das geschafft haben, haben Sie eigentlich alles runtergebrochen, was Sie brauchen. Sie haben von oben den Blick auf die Ziele, auf die Objectives. Sie haben die definierten Key Results. Sie haben die definierten Aufgaben für Ihren Teams. Und über die agile Methode haben Sie automatisch die Feedbackschleifen definiert. Sie haben die Kompatibilität mit agilen Arbeiten und anderen agilen Methoden geschaffen. Und Sie haben die regelmäßige Überprüfung. Was bringt's? Ganz klar, Klarheit und Fokus im Unternehmen. Es bringt Transparenz auf allen Ebenen. Es erlaubt Ihnen auch kurzfristige Anpassungen zu machen, weil Sie haben die Gelegenheit, nach jedem Zyklus, nach jedem Quartal, nach jedem OKR-Zyklus hinzugehen und zu sagen, wir müssen da noch mal ein bisschen am Schräubchen drehen. Wir merken, dass die Strategie doch nicht im 4. Quartal so aussehen kann. Wir müssen da noch mal drehen. Und diese Regelmäßigkeit und diese Möglichkeit zum Optimieren, die bleibt Ihnen bei der Methode auf jeden Fall erhalten. Und Sie haben über die agile Methode und die ständigen Überprüfungen, Refinements, Reviews, Retrospektiven auch eine stetige Verbesserungsmöglichkeit. So viel zur Methode. Vielen Dank. Ja, Praxistest heißt natürlich nicht, dass wir jetzt hier anfangen, das zu tun, aber was haben wir festgestellt in der Praxis, wie es eben läuft? Und das ist eben, dass vielleicht nicht der Fokus nur auf den wichtigsten Zielen liegen. Ja? Wenn Sie an Ihr Management denken, vielleicht sind Sie selber in der Position, dann merken Sie einfach, okay, ich kämpfe hier gegen Mühlen an, weil der eine Chef hat andere Ideen als andere, ja, und politische Themen sorgen dafür, dass man dann eben die Dinge nicht so umsetzen kann, wie man es soll. Und das führt dann zu einer Vielzahl von Themen, die dann am Ende doch keine Umsetzung finden oder zumindest nicht in der Gänze, wie Sie es sich wünschen. Somit, klar, haben wir einen Zielkonflikt, aber genau darum geht es eben, das eben in die Bahnen zu bringen und eben die wichtigsten Ziele in den Vordergrund zu stellen. Klar, natürlich nur herausfordernde Ziele, weil was bringt es mir, an Dingen zu arbeiten, die mir keinen Value bringen? Das eben auch rauszufinden, was bringt mich diesem Ziel näher, damit ich meine Ziele erreichen kann. Und wichtig ist natürlich, alle Manager müssen sich committen, aber natürlich dann am Ende auch die Mannschaft. Das heißt aber in dem Fall, natürlich ist es so, dass das Management an einem Strang ziehen muss. Ja, Ressourcenplanung kennen wir doch viel aus dem Projektmanagement. Wir knallen alles voll salopp ausgedrückt und ja, werden in der Regel nicht zu dem Zeitpunkt fertig, wo wir es sein wollen, weil einfach zu viele Themen mit auf der Uhr sind. Also da ist es wichtig, auch die Ressourcen realistisch zu verplanen, nicht 100% zu geben, sondern auch da wieder mit Moonshot und ich sag mal der realistischen Planung das richtige Maß zu finden, die Mitarbeiter auch nicht zu belasten, weil eben das Tagesgeschäft noch da ist. Und halt auch das historische Geschäft, wenn man sich anders ausrichten will, nicht vernachlässigt werden darf. Ja, was bedeutet das? Mit welchem Mindset müssen wir drangehen? Auch Herr Schmidt hat es eben schon gesagt, wir müssen uns klar auf die Ziele fokussieren, Transparenz schaffen und eben das Commitment einholen. Ja, Moonshots und Scheitern gehören dazu. Ich denke, das haben wir eben auch schon oft genug gehört. Die Moonshots müssen nicht erreicht werden. Wenn sie erreicht werden, toll. Wenn nicht, ist das auch total fein. Was wollen wir am Ende erreichen?
In den Teams kriegen wir Agilität relativ gut rein. Ja? Also ich sag mal, ein Team agil zu machen, das ist das, was wir täglich erleben, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe, das geht recht gut. Das Management wird da oft noch vernachlässigt. Ja? Das Management sagt, ja, macht ihr mal agil, ne? Hauptsache, das läuft jetzt mal schneller und alles läuft toll, sodass wir glücklich sind. Aber genau da geht es eben anzugreifen und Kooperation herzustellen, sodass wir wirklich an einem Strang ziehen, dass alle Seiten mitziehen und dann eben auch, ich sag mal, tolle Ergebnisse dabei rauskommen. Ja, soweit wäre es das von meiner Seite. Haben Sie Fragen?